Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Herzlich willkommen zur Maiandacht. Mein Name ist Elisabeth Vierheller. Ich bin die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, zusammen mit Frau Winkel-Lehner an der Orgel und Pfarrer Solomon begrüße ich Sie in unserer Pfarrkirche St. Michael in Aich. Im Jahr 1866 wurde der Bau unserer Kirche fertiggestellt. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums wurde der Innenraum renoviert und lässt die bunten Wandmalereien im neuen Glanz erstrahlen. Wir sehen hier eine Statue, die Maria als Königin mit Jesus auf dem Arm darstellt und nehmen dies zum Thema der heutigen Maiandacht. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Da sprach Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Macht hat er geschaut. Siehe, von nun an preise mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten, vollbringt in seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut im Herzen von oben sind, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen, nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Du Gott,
siehst auch die Bitten in unseren Herzen. All das vertrauen wir dir an, weil du uns in Jesus Christus nahe gekommen bist, unser Bruder und Herr. Amen. Lasset uns beten. Gott, du hast die Mutter deines Sohnes auch uns zur Mutter gegeben. Wir ehren sie als unsere Königin und vertrauen auf ihre Fürsprache. Lass uns im himmlischen Reich an der Herrlichkeit deiner Kinder teilhaben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Gesegnet.